Hallo zusammen, danke fürs Reinklicken. Heute stelle ich euch das Fanatic Skywing Board vor. Ein komplett neu entwickeltes Modell, was es in 9 Größen gibt. Von 4,6 bis 6,3 mit 35 bis 140 Litern Volumen. Und nach Angabe des Herstellers ist die Range so ein bisschen dreigeteilt. Das heißt, die kleinen Größen 4,6, 4,7 sind eher für die ambitionierten Wingsurfer natürlich auch gemacht. Das erklärt sich auch alleine anhand der Volumina. Mit 35 und 45 Litern sind die natürlich auch sehr, sehr klein. Zum Prone-Surfen auch geeignet. Die größte Größe mit 6,3 ist eben deutlich länger als die anderen, 140 Liter, sehr stark auf die Belange von Einsteigern optimiert. Und die mittleren Größen, zu denen dann eben auch diese Größe hier gehört, sind eben so die klassischen Allrounder oder sollen die klassischen Allrounder sein. Es gibt das Skywing in 2 Bauweisen. Einmal in der Standardbauweise, da sind alle diese 9 Größen, die ich gerade schon angerissen hatte, verfügbar. Und in dieser Team Edition. Die Team Edition gibt es von 4,8 bis 5,6, also 4,8, 5,0, 5,2, 5,4, 5,6. Wir haben die Größe mit 5,2 und 85 Litern getestet. Diese Team Edition ist noch mal eine Ecke leichter. Mit 5,6 Kilo ist es wirklich eins der absolut leichtesten Boards, die wir so unter den Füßen hatten bisher. Und auch die normale Bauweise soll mit 500 bis 700 Gramm, also auch nur unwesentlich schwerer sein. Und dann auch diese Bauweise würde dann eben noch zu den sehr leichten Modellen auf dem Markt gehören. Kurz ein bisschen was zur Outline und zum Konzept. Also mit 5,2 ist es eher ein kompaktes Board. Ihr seht, dass der Bug hier relativ schmal auch ist. Bei dem alten Skywing oder beim Vorgängermodell war der noch deutlich breiter. Das hat man gemacht, um das Board sozusagen im Bug nicht so schnell catchen zu lassen in der Welle oder auch beim Absetzen im Wasser, dass es so ein bisschen weniger Fahrwiderstand oder Widerstand generell dann mit der Kante bietet, wenn ihr mal ungewollt absetzt. Ob das aufgeht, lest ihr natürlich dann auch wieder im Test. Das Deck ist hier so leicht gewölbt und wir haben hier ein sehr griffiges Pad auch drauf. Wir haben auch barfuß hier einen sehr guten Stand, wenn ihr also mal vor der Schlaufe hier steht. Wirklich sehr, sehr griffig und auch die Schlaufen sind bewährt. Weich, bequem, ihr könnt sie gut einstellen und ihr habt auch, was die Schlaufenposition angeht, hier alle Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt als Zweier-Set fahren, als Setup fahren oder eben wie jetzt hier mit 3 Schlaufen. Und natürlich habt ihr auch etwas Spielraum von vorne nach hinten und könnt damit dann eben noch individuell tunen. Wir gucken einmal auf die Unterseite rüber. Da gibt es auch noch ein, zwei interessante Aspekte. Erstmal der Griff, der ist wirklich gut. Man kommt hier schön rein mit der ganzen Hand, hat hier einen guten Halt. Die Position passt auch, wenn das Foil eingebaut ist. Die Doppelschiene an sich ist relativ kurz. Das war jetzt bei unserem Test aber eigentlich kein Nachteil. Wir haben es wie immer mit unterschiedlichen Foils probiert und es hat mit allen ganz gut gepasst. Wir hatten jetzt kein Foil, wo wir gesagt haben, da kommen wir jetzt so komplett ans Limit. Das heißt, mit den allermeisten Foils auf dem Markt solltet ihr dieses Board dann auch eben nutzen können. Und ebenfalls noch ganz interessant ist so die, das Heck oder das Design des Hecks, und zwar relativ eckig, ein Square Tail und hier hinten mit einer sehr, sehr scharfen Abrisskante. Das ist so ein Trend, den wir jetzt immer wieder auch beobachtet hatten, dass diese Pumptails, also diese angeschrägten Heck-Varianten, so nach und nach so ein bisschen verschwinden und die Marken eher zu diesen scharfen Abrisskanten übergehen. Hat den Vorteil oder soll den Vorteil haben, dass der Wasserabriss eben sauberer vonstatten geht und ihr in der Anfahr- und Anpumpphase eben dann nicht so viel Fahrwiderstand hat. Also dieses Gefühl, dass sich so ein Board so ein bisschen festklebt, das soll damit minimiert werden. Ob das aufgeht, lest ihr natürlich im Test. Und ja, ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Sachen dazu. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Modell habt, hinterlasst wie immer gerne einen Kommentar unterhalb dieses Videos. Wir antworten euch gerne und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.